heute soll es wieder um meine Piercings gehen, denn ich habe ein paar neue. Ich habe da zwar im Piercing-Tag schon was dazu gesagt, aber seitdem sind nochmal hier dazugekommen. Und ja, deswegen viel Spaß, wenn euch Piercings interessieren. Als erstes möchte ich zum Tragus nochmal was sagen. Das habe ich mir ja auf der Seite gestochen. Oh Gott, wartet, sonst seht ihr gar nichts. Also ich habe einen Tragus mir stechen lassen. Das war Mitte August, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe mir einen Triple Forward Helix stechen lassen. Ich habe jetzt ein kleines drin und zwei Ringe. Wieso, erzähle ich euch jetzt. Also einmal das Tragus. Es hat lustigerweise mit dem Stechen geknackt, aber nicht so wehgetan, wie ich dachte. Also ich dachte danach so, ach komm, mach ich das zweite auch noch. Zweiter Gedanke. Nee, dann kann ich auf einem Ohr nicht mehr schlafen. Also ich kann dann gar nicht mehr schlafen. Ne? Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich hatte keinerlei Probleme. Es wurde nur leicht rot. Es ist nicht angeschwollen. Es hat sich nicht entzündet. Es war eigentlich nach einer Woche wieder gut. Ja. Und dabei hat es sich dann auch belassen. Zum Triple Forward Helix habe ich mir genau einen Tag später dann gestochen. Stechen lassen. War ja Gott sei Dank beim Piercer. Ne? Der Schmerz war noch erträglich, war aber dann doch nicht so angenehm. Also ich war dann froh, als ich es vorbei hatte, aber am miesesten war wirklich, wie sie dann halt diese winzig kleinen Piercings mit Spezialwerkzeug da reingefriemelt haben, ja. Das hat so höllisch wehgetan. Übrigens beim Wechseln auch. Ich war einfach nur froh, als es da vorbei war. Aber es ist nicht so krass wie beim Septum, das kann ich euch sagen. Also wenn ihr unbedingt Triple Forward Helix haben wollt, lasst euch gesagt sein, es ist unangenehm, aber erträglich. Tragus, kein Ding. Jo. Allerdings, das Triple Forward Helix, das nervt mich bis jetzt. Also ich habe es im August stechen lassen. Im Moment ist Februar. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen März, wahrscheinlich wird es April, aber egal. Auf jeden Fall, wir haben aktuell Mitte Februar und ich habe es mir im August stechen lassen. Ja, also vor einem halben Jahr und ich kann immer noch nicht richtig auf diesem Ohr schlafen. Ja, es tut einfach immer noch weh, wenn ich so drauf drücke. Es ist einfach unangenehm. Und ich wollte eigentlich noch so viele Helix machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt durchziehe, weil eigentlich wollte ich das ganze Ohr runter und dann kann ich echt für Jahre nicht auf diesem Ohr schlafen. Naja, beim Wechseln tat es auch höllisch weh. Das hat genauso weh getan wie beim Stechen und es hat wohl auch geblutet, so wie ich das mitbekommen habe. Der Witz ist, der eine Knubbel, also beim Helix ist ja normal, dass dann als so ein entzündeter Knubbel kommt. Das hatte ich bei den zwei oberen die ganze Zeit. Beim obersten besonders, weil ich da immer mit den Haaren hängen bleibe. Und ja, der kriegt halt einfach am meisten ab. Da kommen halt immer die Haare drumherum. So, und die Brille und überhaupt. Nach dem Wechseln war das dann eigentlich weg. So gut wie. Den letzten Rest hat mir dann das neue Piercing-Spray entfernt, sag ich mal. Und inzwischen geht's. Leider waren dann aber nach dem Wechseln die Kugeln nicht so fest, wie sie sein sollten und sind dann zwei ab. Ich habe erstmal nachts total Panik bekommen und habe dann halt diese zwei Ringe da reingefriemelt, weil die halt wirklich kurz nacheinander rausgeflogen sind. Ich glaube, einen Tag nach dem ersten ist das zweite rausgeploppt und seitdem habe ich die Ringe drin. Es hat auch geblutet, als ich das reingemacht habe. Aber inzwischen geht's eigentlich. Es krustet jetzt auch immer nur noch ganz wenig und ich denke, es ist auf einem guten Weg, endlich abzuheilen. Aber Helix dauert wohl wirklich Minimum ein halbes Jahr bis, ja, manche sagen ja sogar mehrere Jahre. Also, ja. Unterschätzt das Ganze nicht. So, was kam als nächstes? Ich war dann am 13. Januar war das, bin ich dann zu Babsi Barriers gefahren. Die hat ja auch ein Piercing-Studio, beziehungsweise ist Piercerin in einem Studio. Und von der habe ich mir dann folgende Dinge machen lassen. Einmal Septum, weil ich hatte ja schon mal ein Septum in 1-2. Wie gesagt, vorne durch den Knorpel, tat höllisch weh. Ja, das ist reine Folter. Und leider war es dann etwas schief und ich war unzufrieden, deswegen habe ich es zuwachsen lassen. Ich merke gerade, ich habe ein bisschen vergessen. Zwischendurch war ich noch bei Anna, so, und habe mir das Medusa stechen lassen. Hat kaum wirklich wehgetan. Eine kleine Träne ist geflossen. Und es war zwei, drei Tage dick.
Ist dann abgeschwollen, gut war's. Es hat sich nie entzündet, war nichts. Deswegen, also es tat auch nicht weh oder so, ich konnte auch gleich nochmal essen. Mehr muss ich zu Medusa nicht sagen. Ja, ich lieb's auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir zum Neptun. Ich habe es mir dann neu stechen lassen bei Babsi. Ich habe dann zu ihr gemeint, ja, hör mal zu, 1-2 ist mir eigentlich ein bisschen zu dünn. Ich möchte es dann vielleicht dehnen, so auf höchstens 2 mm und dann, oder 2,5. Und dann hat sie zu mir bloß gemeint, hoch, dann machen wir es einfach durchs Häutchen und ich jag dir gleich eine 1,6er Nadel durch. Da kommt das, damit muss ich jetzt leben. Und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin doch schon beim 1,2er fast gestorben. Jetzt will die mir eine 1,6er durchjagen. Ich hatte so Schiss. Es tat auch echt übertrieben weh, aber ungefähr halb so arg wie vorne durch den Knorpel. Also alle, die damals gemeckert haben, von mir, das sticht mir nicht durch den Knorpel und es tut auch gar nicht weh. Ich habe jetzt den Vergleich, ja? 1,2er durch den Knorpel tut doppelt so arg weh wie 1,6 durchs Häutchen, ja? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das 1,2er durchs Häutchen gar nicht so schlimm ist. Oder wäre es sich ein 1er sticht, wahrscheinlich noch weniger. So viel zu dem Thema, ja? Ich habe geheult, es tat mega weh, aber ich bin froh, dass ich es habe und es ist jetzt auch gerade und es ist super und ich liebe es. Ich habe dann auch gleich einen Ring reinbekommen, weil, warum eigentlich, weiß ich nicht, weil es besser aussieht. Und ich hatte damit keine Probleme, es hat nicht gekrustet, es hat gar nichts gemacht eigentlich. Gut, in den ersten 2 Tagen hatte es noch ein bisschen Blutkruste. Danach war gut, seitdem ist da nichts mehr, hab dann halt fleißig desinfiziert und so, alles in Ordnung. Ich habe auch am gleichen Tag insgesamt drei Piercings machen lassen. Das zweite ist dann das Eskimo, das wollte ich unbedingt. Und das war vielleicht eine Tortur, weil sie hat dann immer rumgemessen, also meine Snackbites sind ja schief. Und mein Gesicht ist dermaßen asymmetrisch, dass das wohl nicht so einfach war. Dann hat sie es halt versucht, mehr an meine Lippe und an meine Snackbites anzupassen, dass es von der Kugel her passt. Und dann halt gerade zu stechen. Aber egal wie ich meinen Mund so mache, ist es dann immer irgendwie anders. Und deswegen sieht es jetzt je nachdem wie ein bisschen schief aus, dann wieder gerade und ich habe keine Ahnung. Aber ich mache das jetzt nicht nochmal, weil ich weiß, dass meine Fresse einfach total schief ist und da kann man die Füße nicht gerade stechen. Von daher ist jetzt auch gut. Und ja, ich bin zufrieden. Komm mal ein bisschen näher ran. Also das ist mein Eskimo. Wie ihr seht, wenn ich es runterziehe, ist der Stab definitiv zu lang noch. Na gut, Medusa und Septum. Ich habe jetzt in Snackbites und Medusa mal durchsichtige Kugeln reingemacht, weil sonst ist es mir auch zu viel. Und ich denke, es kommt dann auch höchstens noch ein Nasenpiercing. Vielleicht sogar heute, weil ich gehe mit dem Kumpel nachher noch zum Piercer. Der möchte sich, ich will gar nicht dran denken, ein waagrechtes Zungenpiercing stechen lassen. Ich habe jetzt schon Schiss. Ich kann da wahrscheinlich gar nicht zugucken. Ich würde es nicht machen. Mal gucken. Vielleicht habe ich nachher noch einen Nachwuchs. Ja, zum Thema Eskimo. Es war angeschwollen, aber nur ein bisschen. Nicht so arg wie das Medusa, weil da hatte ich ja echt so eine Entenfresse. Ne? Weil ich habe ja eigentlich eine sehr schmale Oberlippe und da sah das dann dementsprechend dick aus. Da ist es kaum aufgefallen. Nicht mal mein Chef hat es gemerkt, dass ich jetzt noch mehr Metall in der Fresse habe. Es ist sehr ungewohnt, die Kugel jetzt dazwischen zu fühlen, aber da gewöhnt man sich auch schnell dran, das ist wie beim Zungenpiercing auch. Irgendwann würde man sich wohl nackt fühlen ohne. Und ja, ich habe beim Essen keine Probleme gehabt, beim Zähneputzen keine Probleme. Das war sehr viel angenehmer und unkomplizierter als bei den Snakebites. Und ich hatte generell, was Entzündungen angeht, auch beim Snakebites ja ewig lang Probleme. Aber beim Eskimo oder beim Medusa einfach überhaupt gar nicht. Es ist abgeschwollen und dann war es gut. Ja, so viel dazu. Und das dritte Piercing ist ein Bauchnabelpiercing. Das habe ich mir auch machen lassen bei Babsi. Allerdings nehme ich an, dass es wohl am Eisspray lag oder dass ich, weil ich mich ein bisschen für meine Wampe geschämt habe, habe ich den Bauch ein bisschen eingezogen. Hätte ich nicht tun sollen. Denn jetzt, wo es abgeschwollen ist, ist mir das irgendwie echt zu schief. Es gehört einen Millimeter zu weit, also weiter rüber. Aber da bin ich selber schuld, weil wenn ich den Bauch einziehe, dann ist mein Bauch wahrscheinlich so ein bisschen, also die Muskeln sind ja unterschiedlich, ein bisschen schief gewesen und dann, ja, selber schuld. Muss ich mir jetzt überlegen, ob ich mir das nochmal rausmachen lasse und bei uns beim Piercer nochmal machen lasse. Weil eigentlich bin ich echt unzufrieden damit. Aber zum Thema Abheilung, es ist echt nervig. Man muss sehr aufpassen.
es tut schon ordentlich ziehen, wenn man mal auf dem Bauch liegt und dann nicht dran denkt. Also wenn man sich halt nachts im Halbschlaf mal umdreht und dann drauf landet und denkt, oh fuck. Oder beim Bücken und so, wo dann halt sich der Bauch mal bewegt. Es war auch sehr lange rot, aber es suppt nicht, es krustet nicht. Es tut jetzt nicht mehr wirklich weh, ich merke es nicht mehr. Ich kann es auch schieben beim Desinfizieren, so ist es nicht. Der Stab ist jetzt so 1,5 mm zu groß momentan. Also ja, beim Stechen, gut, es war halt unangenehm kurz, aber es war wirklich kein Vergleich zu Septum oder zum Helix. Also ist voll in Ordnung. Also zumindest so, wie ich es gestochen bekommen habe. Ich weiß ja nicht, ob es bei anderen mehr wehtut. Flo meinte jedenfalls, ihr es hat wehgetan und ja. Aber ich habe da auf jeden Fall keine Probleme, keine komischen Pupel, keine Entzündung, kein gar nichts. Ist jetzt auch einen Monat halt her und ist eigentlich ziemlich gut jetzt. Aber ich mache es halt eh wieder wahrscheinlich raus. Andererseits, dann wird das neue ja wahrscheinlich genauso gut heilen. Von daher, who cares? Ja, das war das zu meinen Piercings. Wie gesagt, ein Nostril kommt vielleicht noch. Dann halt, wie gesagt, Bauchnabel nochmal. Und dann ist, glaube ich, erstmal gut halt die Ohren noch voll. Aber ja. So als kleines Update zwischendurch war es das jetzt mal. Ihr könnt mir gerne mal erzählen, welche Piercings ihr habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, ob zum Beispiel der Schmerz oder die Abheilungsphase bei euch bei den gleichen Piercings total anders war. Wäre natürlich interessant für alle anderen, die noch keins haben. Und natürlich, was ihr noch so vorhabt an Piercings oder Tattoos oder so. Ja, vor allem Piercings, weil darum geht es ja in diesem Video. Jo, das war's dann also schon und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei allen Videos, die ihr noch schaut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!